Hi Leute und willkommen zurück zu Genshin Impact. Wir gucken uns jetzt das dritte Mal den Reichen Segen Event an. Und jetzt habe ich schon alle I still Gebiete have a lot to markiert. do with the War diesmal ein bisschen schwieriger als bei den anderen Tagen, aber doch noch machbar, wenn man sich ein bisschen auskannte. So von Hinweisen vom besten Jäger von Quelling in Richtung Süden. Ist okay. Am Startpunkt, also da, wo wir die Quest mal angefangen haben, oder zumindest in der Nähe, am Wasserfall in Quelling. Ist aber okay. Wo duftet es nach Fleisch in Quelling und so weiter. Also wenn man sich ein bisschen auskennt, weiß man das. Let's go find some treasure. Und der Start von dem Ganzen ist natürlich gleich hier vorne. Dann wollen wir natürlich, wo gibt's das beste Essen in Quelling? Natürlich oben bei dem einen Mädel, das gegen Zhangling im Kochen verloren hat. Eigentlich würde sie hier stehen, wenn es Tag wäre. Der Off we beste go. Jäger ist natürlich Dionas Vater. Haben wir das Haus hier. Und im Süden bei der Klippe oben ist einfach nur, dass wir da hoch müssen. So. Dann, ne? Wasserfall bei Quelling sollte klar sein. Bisschen sneaky gemacht. Ich habe zuerst weiter oben geguckt. Ich weiß nicht, wie das kleine Kind es hierher geschafft hat, ohne sich zu töten. Es sei denn, es hat auch einen Windgleiter. Dann natürlich beim Wahrzeichen der Helden von Mondstadt ist natürlich der Baum. Dann ein rotes Zelt im Windstieg. Sieht man zum Glück von hier aus schon. Sonst hätte ich nämlich eine Ewigkeit gesucht. Denn das alles ist Windstieg. Und der Kreise geht halt hier so drumrum. Hätte halt überall sein können. Hätte halt überall hier so lang sein können. Also. Wenn ich es nicht schon von da hinten gesehen hätte, wäre ich wahrscheinlich eine halbe Stunde rumgelaufen, um das zu suchen. Take it easy. So. Und die letzten Sachen sind beim Weingut. Anfang eine. Und einmal hinten ein Stückchen weiter bei den Horus. Und zwar in den Reben da versteckt. Sieht man auch schon, dass ich hier war, weil ich hier das Gemüse abgeerntet habe. So. Damit wären wir wieder durch die Sachen durch. Ach, das ist die von gestern. Holen wir die Belohnung ab. Dann einmal wieder zum La. Ach, es kann jetzt sein, dass jetzt wieder die Quest kommt.
wenn ich zu lange gebraucht habe. Ja. Also nur jetzt könnten wir noch mal neu dekorieren, wenn uns denn lustig wäre. Okay. Dann wären wir damit soweit durch. Und ich werde das beides noch fertig machen. Das ist schon fertig seit letztem Mal. Also sich einfach immer nur durch dieses Minigame durchklicken. Das ist jetzt nicht so schwer gewesen. Dann holen wir den Speer, die letzten Mats dafür. Und da, ja. Verfeinert den Speer halt. Muss ich was schauen, wo ist sie? Na, hier wird einmal noch ein bisschen höher. Ansonsten, ja. Was denn das vom Event? Ich weiß gar nicht, ob schon drin steht, wann das nächste kommt. Okay, ich habe geguckt, hier steht jetzt weiter nichts, wie es aussieht. Das nächste spielbare Event sollte aber dieses Hyakuni Iki Event sein, also ein Kampf-Event wieder. Genau, wo du wieder so ein Tor hast. Du gehst in das Tor rein, suchst verschiedene Charaktere aus, mit denen du verschiedene Kampfteams dann machst. Du kannst bis zu 6 Kampfteams bilden und dann immer Gegnerwellen machen. Und das natürlich wieder auf verschiedene Schwierigkeiten. Du sammelst wieder Punkte. Die Punkte tauschst du dann wieder gegen Belohnung. Also wenn du genug Punkte hast, bekommst du die entsprechende Belohnung dafür. Und das wieder über mehrere Tage. Und das müsste ab dem 10. sein. Also in 5 Tagen. Und ab dem 14. ist dann nochmal 7 Tage lang Login-Event. Also sehen wir uns das nächste Mal wieder am 10.10. Okay. Und das war's dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, Leute.